Schaut mal, wo wir sind. Die und was wir heute machen. Schaut mal, ich gebe euch einen kleinen Hint. Schaut mal hinter uns. Das machen wir heute und wir haben eine private Tour. Das ist so, so geil. Wir hatten gestern schon woanders nachgefragt und die hatten aber schon eine Achtergruppe. Und wir mögen es ja, wenn wir so unter uns sind, so eine familiäre Atmosphäre. Und dann haben wir noch ein bisschen rumgefragt. Und dann haben sie uns eine Tour gebucht, wo wir nur zu zweit sind. Das heißt, wir haben jetzt unseren eigenen Guide, wir haben unseren eigenen Bootsfahrer, Captain Jack. Und wir machen uns, ja, so geil, und wir machen uns gleich auf den Weg und sind total gespannt, wo wir heute lang schnorcheln werden. Und das Wetter ist heute richtig geil, weil gestern war nämlich ein bisschen bewölkt und so. Und heute ist das Wetter auf jeden Fall besser. Das heißt, wir sind richtig gespannt, werden unsere Drohne fliegen lassen und nehmen euch natürlich wieder mit hier in Palau. Hier ist total abgelegen. Hier ist kein Mensch, hier sind keine anderen Boote. Wir sind genau in die andere Richtung gefahren, wo alle anderen Boote hinfahren. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht heute. Schaut euch mal die Wasserfarbe an, Leute. Das ist unbeschreiblich. Also wir fühlen uns echt ohne Worte. Ohne Worte einfach. Hier ist jetzt ziemlich dunkel. Wir sind irgendwo an den äußeren Riffen auf einer Insel, die heißt Turtle Island. Die sieht auch ein bisschen so aus wie so eine Schildkröte. Wir sind gerade mit diesen Kajaks angelegt. Und es befindet sich hier so, so eine Art Höhle. Aber die Höhle ist halt oben aufgebrochen und dann kommen diese langen, mystisch aussehenden Wurzeln darunter. Und wir erkunden das jetzt mal hier so ein bisschen und schauen mal, was es hier zu sehen gibt überhaupt. Den Ding, oh Gott. So, das ist also, oh je, Stalaktit oder Stalagmit, ich weiß nicht, welches was ist. Das ist richtig schwer, ne? Ja. Da glaubt man gar nicht, dass das da oben hängt, so ein riesen Ding hinter der Karte. Ich zeige euch das mal, schaut mal da oben. Dass das überhaupt hängen bleibt. Ja. Krass. Wahnsinnig, wie schwer die sind. Ja. Ich frage, ob das Kajaken hier anstrengend ist. Es ist überhaupt nicht anstrengend. Also es ist für uns beide das erste Mal, dass wir das gemacht haben und wir kommen echt gut klar, weil man kajakt halt ungefähr so halbe Stunde, Stunde, halt auch langsam. Ihr seht es ja, wir machen jetzt gerade wieder eine Pause, dann kommt man zurück aufs Boot, dann chillt man da, dann geht man schnorcheln, dann isst man was, dann chillt man wieder. Dann kommt die nächste Runde paddeln. Also es ist wirklich super entspannt hier. Schön chillen in Palau Time hier. Ja, und wir machen es jetzt einfach, wie die Guides es immer machen. Die gucken halt, ne, auf was sie Bock haben. Und das machen wir dann einfach. Egal, ob das jetzt auf dem Boot chillen ist, ob wir nochmal baden gehen, ob wir nochmal schnorcheln gehen, ob wir nochmal vom Boot springen, ob ich mich wieder da vorne auf die Spitze setze und dann einfach so übers Wasser gleite. Ach, ist das geil, wenn man eine private Tour hat, ne? Da kannst du echt alles machen, was du willst und komplett die Sau rauslassen. Und dann so Orte wie diese für dich selber genießen, weil alle Tourboote schon vor dir weggefahren sind. Hermann sagt gerade, ich muss noch was dazu sagen. Jetzt fängt es an zu regnen. Oh, jetzt läuft da noch eine Ameise da vorne über das Ding. Wir haben keine private Tour gebucht, das muss man dazu sagen. Wir haben eine Tour gebucht, die Touren finden hier, manche Touren ab 2 Personen statt, manche ab 3, manche ab 4 Personen. Und wir haben halt eine gebucht, die ab 2 Personen stattfinden. Und wir waren halt so glücklich, die ganzen letzten 3 Male, die lebt noch, zum Glück. Und die letzten 3 Male hatten wir halt das große Glück, dass nur wir diese Tour gebucht haben. Das heißt, wir haben das große Vergnügen, ein Boot für uns zu haben, einen Skipper für uns zu haben und einen Guide für uns zu haben. Thank you.
Leute, wir sind gerade abgeladen worden hier in unserem Hotel. Aber wir konnten davor keine Zusammenfassung finden, weil es so windig war. Also jetzt schnell hier. Es war der absolute Knüllertag. Ihr habt es ja gesehen, dass es so ein bisschen anders war. Wenn wir halt die ganze Zeit nicht dazwischen reden können oder so. Ich hoffe, ihr kriegt so einen leichten Eindruck, wie das ja irgendwie so vonstatten geht und wie wunderschön das ist. Und wir staunen immer wieder, wenn man in diesem Kajak sitzt. Und dann kann man fast, also nicht die ganze Zeit, aber bestimmt, normalerweise so 10 Meter oder sowas, kann man bestimmt runtergucken. Das ist glasklares Wasser und überall sind Korallen. Vor allen Dingen hat der Tag ja heute richtig übel angefangen, was das Wetter angeht. Wir sind ja auch losgepaddelt im strömenden Regen und dann dachte ich schon so, oh nein, jetzt so viel Kohle ausgegeben wieder und dann bist du halt Alltag im Regen, weil natürlich, wenn man so eine Tour macht, will man ja natürlich das Beste sehen und natürlich willst du Sonnenschein haben. Und jetzt schaut man hinter uns und wirklich eine halbe Stunde, nachdem wir losgepaddelt sind, sind die Wolken aufgerissen und wir konnten echt, ihr seht ja, wie braun wir mittlerweile sind, ne? Das ist echt der Hammer. Also wir feiern das immer noch, dass wir nach Palau gekommen sind und uns jeden Tag so geile Touren hier reinziehen. So, das soll's auch für heute gewesen sein. Es geht dann, glaube ich, im nächsten Vlog, wir wissen selber nicht, wie wir das zusammenschneiden. Es geht dann, glaube ich, beim nächsten Mal oder je nachdem jetzt gleich weiter mit unserem Frühmorgen-Tauchgang mit hoffentlich Mantas und ganz, ganz vielen Haien. Da hoffen wir immer drauf. Das ist irgendwie total geil, mit Haien zu tauchen. Ja, wir hatten total Schiss, aber hier auf Palau sind wir bis jetzt jedes Mal mit Haien getaucht und letztes Mal sogar mit 20 Stück. Die waren halt einfach da und die kamen aus dem Nichts. Ja. Und du siehst die halt erst nicht. Ne? Und du siehst die halt echt, wenn die so 10 Meter vor dir sind und das waren so viele. Und da ist mir echt erstmal die Spucke weggeblieben. Also, da war so Haie sind ja jetzt nun keine irgendwie von Grund auf bösartige Tiere oder sowas. Es ist definitiv eine Erfahrung. Also wenn ihr unbedingt mal mit Haien tauchen wollt und ihr habt zu viel Kohle über und ihr wollt es an einem richtig schönen Ort machen, dann fahrt nach Palau, weil hier sind die überall.